Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Und keine Sorge, ich mache gleich diese anderen Bonus-Missionen, aber ich bin hier gerade auf dem Weg gewesen und habe da hinten einen QR-Code entdeckt und gleichzeitig hier noch eine Kamera. Das sieht mir doch schon sehr nach was aus. Ja, das ist der Code. Das ging jetzt schnell. Durch Zufall gefunden. Genau, so. Ich habe hier vorhin schon mal aus Versehen diese Brücke hochgelassen, was zu einem kleinen Verkehrsstau geführt hat. Aber das ist wunderbar. Dann stehen die Autos praktisch Schlange. Jeder will mir sein Auto geben. Das finde ich sehr nett. So, und jetzt fahre ich zum nächsten Auftrag, The Palace. Und mal sehen, was es da gibt. Was da so abgeht. Also zwei von vier habe ich ja schon. Der Verkehr in Downtown kam zum Erliegen, als eine Dampfleitung barst und die Straße zerstörte. Was hörten Sie? Ein lauter Knall, wissen Sie? Klang wie eine Bombe oder so. Überall gerieten Autos außer Kontrolle. Zum Glück wurde niemand schwer verletzt. Die Straße wird bereits in wenigen Tagen wieder befahren sein. Ich habe nichts gemacht. So, dann mal los hier. Starten. Dötzek! Wir lassen nicht zu, dass die Wahrheit den Reichen zu Opfer fällt. Dennis Sosumi hat uns Daten gestohlen. Und ein paar Sachen, die wir über dich und deine Familie wissen. Wir kennen auch den Plan der Polizei, sein Haus zu durchsuchen. Von daher wird alles bald öffentlich. Ich kümmere mich um Sosumi. Aber ihr löscht alles, was ihr über mich habt. Das ist eine tolle Belohnung. Vorsicht, Mann. Also gut, dann auf zu Sosumi. Ein lustiger Name. Können wir hier die Schnellreise verwenden? Nein. Während der Mission nicht. Wäre ja zu schön gewesen. Das heißt, ich kann weiterhin Chaos und Unruhe verbreiten in dieser Stadt, indem ich alles in Grund und Boden fahre. Geht weg. Oh, verpiss dich. Ja, ja. Es läuft. Ich bin mal gespannt. Wenn das wirklich die einzige Belohnung ist, dass die mir hier die Daten löschen, dann bin ich etwas enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. So, ärgern wir die Leute wieder. Na, den sowieso, den bin ich voll hinten drauf. Ey, komm, das kann doch nicht wahr sein. Was macht ihr denn? Jetzt lief's immer so gut und hier gleich mehrere Fails hintereinander. Ja, wenn es einmal nicht läuft, dann läuft es die ganze Folge nicht mehr, habe ich manchmal das Gefühl. Aber hier habe ich so ein bisschen mehr Möglichkeiten auszuweichen, weil die Straße einfach breiter ist auf dem Highway. Highway to hell. Ich sollte das lassen. Aber mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Mit Motorrad wäre das besser gekommen. So, nur noch ein bisschen. Ja, toll, über einen Kilometer noch. Ja. Die Karre quietscht auch ein bisschen, fällt euch das auch auf? Naja. Ich habe ja schon mehrere Autos gekillt. Wird nicht das letzte sein. Und wäre auch hier nicht das erste. Ach Mann, verpiss dich. Nein, ich bin nicht aggressiv. Alles ist gut, ich bin die Ruhe selbst. Feng Shui, Yoga, alles gut. Tief durchatmen und jetzt soll ich hier irgendwas hacken, okay. Können wir mal hier rein, zumindest... Ne, ich gehe erstmal über die Kamera rein und überblicke die Lage ein wenig. Wenn das hier ein Sperrgebiet ist, hat er bestimmt auch irgendwelche Waffen. Waffen. Hm? Waffen auch, aber Wachen mit Waffen. Die das Ganze dann eben sperren, weil es ist ja ein Sperrgebiet. Außer Reichweite. Puh.
So, wo bin ich jetzt gelandet? So ein kleiner Innenhof. Professioneller Soldat, das freut mich für dich. Was ist das? Schwachstelle im Kum. Ich hack einfach mal seine Kamera. Bringt mir aber spontan irgendwie nichts. Ich glaube, ich sollte dem Gebäude einfach mal so ein bisschen näher kommen. Ich hoffe einfach, dass sie mich nicht so von so weit sehen können. Ein bisschen sprinten, dass ich schnell in Deckung komme. Ich hoffe nur nicht, dass da hinten auch noch irgendwelche Typen rumlaufen. Hier komme ich jetzt nicht hoch. Mal halt hier diesen kleinen, nicht vorher gesehenen Weg. Deckung gehen, aber das bringt auch nicht viel. Hier ist ja niemand. Doch, da oben ist einer. Er ist aber im Haus. Mal gucken, wenn ich von der Rückseite... Duh. Ja, ja. Alles noch gut. Kommunikator stören. Machen wir das noch. Quietsch, quietsch und boom. Takedown. Ich hoffe nur, dass ich das irgendwie hinbekomme. Meine Taktik ist ja immer so ein bisschen außen rum zu laufen und die Wachen so nacheinander runterzuholen. Aber die scheinen sich alle so ein bisschen da drüben zu verteilen, oder? Ich traue mich halt nicht ins Haus rein, wenn es draußen von Wachen wimmelt. Das ist doch scheiße. Oh, der kommt. Watch out! There's a hurricane coming through. Nee, doch nicht. Kein Hurricane, nur eine Wache. So, pass mal auf. Ach, der dreht sich von alleine um. Gut, dann pass nicht auf. Guckt einfach zu. Aufs Maul. Jetzt dachte ich, ich mache das voll elegant. Und lock den hier mit so einem Stördings an. Aber der Idiot hat selbst umgedreht. So, da kommt der Nächste. Mal kurz reinlinsen, ob es da was gibt. Nee. Der scheint herkommen zu wollen. Na, kommen Sie näher, kommen Sie ran. Hier werden Sie beschissen wie nebenan. Und verprügelt noch dazu. Alles gratis. Okay, hat geklappt. Da hatte mich doch kurz einer im Blickfeld. Das ist aber nicht nett, Freunde. Jetzt hat mir wieder eine Schrotflinte geholt. Die wollte ich doch gar nicht. So, die nächste Deckung suchen. Vielleicht kann ich den einmal abschießen. Shit! Der Scharfschütze hat mich gesehen, das war nicht gut. Na gut. Dann nehmen wir halt mal wieder meine... Da ruft einer Alarm. Nein, 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 nein. Fick dich! Das hätte es nicht sein müssen. Ich wollte eigentlich sagen, so, jetzt kann ich meine biometrische Waffe mal wieder austesten. Wenn ich eh mitten im Gemetzel bin, aber so war das jetzt nicht gedacht, dass noch mehr kommen. Schöne Scheiße, würde ich sagen. Gut, ich lade erstmal alles nach. Jetzt ist eh egal, ob sie mich sehen oder nicht. Ich glaube, er war da drüben. Nein, nein. Gar nicht wahr. Du lügst doch. So, der ist jetzt über mir. Oh, der ist runtergesprungen. Ha, warte. So, da rennen sie jetzt wie die aufgescheuchten Hühner rum. Wo ist er denn hin jetzt? Oben. Gott verdammt, deck die Flanke! Schnell, schnell, schnell! Deckung, Deckung, Deckung! Wow, das war knapp. Also die Ansätze bei mir sind immer ganz gut, aber dann geht's immer schief. Das ist irgendwie so ein... Ja, und täglich grüßt das Murmeltier. In Deckung! Er hat mich im Visier! So, jetzt ist aber Schluss, Freunde. Er lebt noch. Das können wir ändern.
Jetzt zappelt er mal nicht mehr. Ha! Spast. So. Das Backups-Waffe wieder raus, beziehungsweise erstmal gar keine Waffe mehr raus. Und jetzt kann ich das hier scannen. Profiler muss erst raus, bevor das funktioniert. Und siehe da, es ist noch gar nicht alles getan. Hängen wieder so ein paar Kästen rum, gut versteckt wahrscheinlich. Oh, macht's halt noch komplizierter. Dass ich da überhaupt reinkomme über diesen Zugangsport. Was sind das? Schlängelt sich hier einmal. Alles klar, entriegelt. Numero uno. So, wo ist der andere? Jetzt doof. Ne, hier kam der her, glaube ich, oder? Ja, da unten. Dem wieder folgen und dann einfach zum nächsten Kästchen. Allerdings ist das... Ja, wo ist es denn? Vielleicht komme ich über die Kamera dran. Nein. Dann gehen wir erstmal hoch. So. Entriegel. Wunderbar. Da muss ich jetzt nur noch zurücklatschen zu dem Kasten, zu dem Server und dann da rein und dann wieder gucken und raus und ja. Abhauen. Vielleicht. Mal sehen, was es uns bringt, was es uns sagt. Hacken! Ach du Scheiße. So viel dazu. Einfach rein und wieder raus. Ja, ja. So, jetzt ist das hier freigeschaltet, aber da fehlt noch der Saft. Das ist gut. Dass das Ding immer weiter tickt, ist schlecht. Boah, leck mich am Arsch, ist das groß. Vor allem so vielfältig halt. Okay, ich hab's. Wunderbar. So, jetzt bin ich in der Wohnung von Sosumi. Klingt irgendwie chinesisch. Sosumi? Kamera. Der Idiot scheint gar nicht zu Hause zu sein, ist ja langweilig. Na gut, hacken. Ich habe alles von Susumis Computer gelöscht, aber der Kerl ist paranoid. Sieht aus, als hätte er Backups in der ganzen Stadt verteilt. 10 Stück. Und jedes davon kann mir viel Ärger einbringen. Die muss ich also alle löschen. Was? Haltet eure Augen auf, Leute. Oh oh. Wir sind am Arsch. Ich glaube, ich krieg Besuch. Ah! Er ist verletzt! Natürlich ist er verletzt, wenn er auf mich schießt, du Trottel. Was denkst du denn? Je mehr, desto besser. Ja, ja, je mehr Tote, desto besser. Wo hockt der Vogel? Wir haben sehr gute Deckung. Aber hier konnte ich irgendwas machen. Oh shit! Ich musste ihm ja hinterher. Das habe ich ganz verschlafen. Schnell irgendeine Karre. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Komm, seine Karre, komm. Boah, fuck. Warum habe ich da wieder nicht aufgepasst? Das darf doch nicht wahr sein. Fail, fail, fail. Gut, also gleich zum Auto, nicht mehr lange rumeiern. Hier jetzt nochmal? Oh nee, das darf nicht deine... Ich hasse euch alle. Gut, dann das Ganze nochmal im Schnellgang. Einmal zu viel gedreht, wunderbar. Scheiße. So, das einmal hier so. Das freischalten. So rüber, das machen wir so rum. Und das nochmal so drehen. Und das so. Und so. Und fertig. Nochmal Schnellgang hier durch.
Ich habe alles von Susumis Computer gelöscht. Überspringen kann ich das leider nicht. Sieht aus, als hätte er Backups in der ganzen Stadt verteilt. 10 Stück. Und jedes davon kann mir viel Ärger einbringen. Die muss ich also alle löschen. Ja, ja, haben wir alles gehört. Nicht unvorsichtig werden. Er wird hier unvorsichtig. Also komm raus und mach keine Chance. So, dann hole ich gleich meine richtige Waffe raus. Gegner in Verfolgung. Zeig mir deine Fresse, Arschloch. Das ist aber nicht nett. Stopp, 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 stopp. Leck mich am Arsch, der hält was aus. Motorrad. Das klingt gut. Das erste, damit kann ich ihn zwar nicht rammen, aber ich habe schon irgendwelche... Ach, verfickte Scheiße! Nein, bloß nicht nochmal entkommen. Ja, ich fahre wie ein Mädchen, da hast du vollkommen recht. Wobei selbst Mädchen wahrscheinlich besser fahren als ich. Oh nein! Ich fahre doch an ihm dran! Leck mich doch am Arsch! Und einmal noch, komm, aller guten Dinge sind drei. Bin gerade etwas genervt. Aber nur etwas. Fällt kaum auf. So. Ging das noch? So. Langsam müsste ich sie eigentlich auswendig kennen, aber ich brauche trotzdem immer ewig. Was fehlt noch? Hier. Irgendwie ist hier der Saft ausgegangen. Wie hab ich denn das jetzt gemacht? Blödsinn, ey. Ach so. Ja, ja. So ging das. Ja, wie gesagt, man sollte meinen, ich kann es, aber ich kann es eben nicht. Ich habe alles von Susumis Computer gelöscht, aber der Kerl ist paranoid. Sieht aus, als hätte er Backups in der ganzen Stadt verteilt. 10 Stück. Und jedes davon kann mir viel Ärger einbringen. Die muss ich also alle löschen. Aha. Nochmal. So, jetzt aber. Ja, sieht besser aus. Jetzt muss ich den halt irgendwie mit Hex kriegen oder so. Weil Ram bringt nicht viel. Tja, jetzt wäre ein Ram ein Auto gut zum Ram. Na warte. Vor ihm fahren sollte ich nicht. Ampel. Zu spät. Komm, komm, komm. Oh Mann, wieder zu spät. Das gibt's doch nicht. Ja, ich habe gerade mehrere Gelegenheiten ausgelassen, ihn runterzuholen. Ja, ein elektronisches Schild, das ist natürlich sehr hilfreich. Wir unterbrechen dich im Verfolgungsjagd für ein bisschen Werbung. Ach Mann, scheiße! Ich fahr nie wieder Motorrad. Kann ja vorausfahren und ein Auto schnappen, aber das ist uncool. Obwohl. Doch, doch, das ist cool. Verdammt, der hat umgedreht! Das kannst du nicht
Haltet die Augen offen. Ist denn jemand? Oh, nee. Bleib da, bleib da. Oh, Gott sei Dank. So, jetzt kriege ich dich, den Penner. Wir packen ein. Vollgas ran. Oder auch nicht. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt dreht er wieder rum. Was ist denn das für eine Pussy? Hä? Bin ich gerade durch ihn durchgefahren? Ja, scheinbar will er warten auf seinen Tod. Den Gefallen kann ich dir gerne tun. So. Arschloch. Das scheint es gewesen zu sein mit dieser Mission. Jetzt kann ich hier 10 Festplatten finden. Das schaue ich mir nur mal ganz grob kurz an. Wie denn die gekennzeichnet sind. Ah ja, hier sind die, alles klar. Und das kann man so nebenbei dann auch noch machen. Eine könnte ich mir ja mal schnell holen. Nur damit ich es schon mal gesehen habe. Ja, das war ja wohl eine Mission voller Fails. Und so viel zum Thema. Ich mache beide Folgen. Beide Missionen in der Folge, so wird das nichts. Na gut. Dann gibt es eben die vierte Mission dann eben in der nächsten Folge. Und, ja, ich hoffe, das klappt dann besser. Das war ja mal ein Griff ins Klo. Autsch, das auch. Passiert, wenn man nur auf die Karte schaut. Ich bin einfach zu fixiert auf das Teil jetzt gerade. Geht doch mal weg, ihr Freaks. Sau geil in Slow-Mo hupen. Hupen? Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. So, jetzt geht's hier ein Wägelchen hoch. Gehe ich lieber zu Fuß, bevor ich 10-mal hängen bleib. Da-di-da-di-da. So. Mal sehen, wie das aussieht mit dieser Festplatte. Komme ich von hier rein? Da war doch gerade was. Na? Ist das irgendwie buggy oder? Hä? Es wird immer kurz angezeigt und dann ist wieder weg. Schöne Scheiße. Alter. Gibt's hier keine Tür? Guck, das geht immer gleich wieder weg. Spring! Ich stelle fest, das bringt gar nichts. Oder? Vielleicht eine Tür aufgesprengt oder sowas in der Art? Nee? No. Tja, so viel zum Thema. Wir nehmen das Auto nicht mit. Oder warte mal, ich habe doch einen Granatwerfer, oder nicht? Ja, jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. Moment. Während ich hier laufe, kann ich mal... Das ist doch... Genau, Einzelschuss-Granatwerfer. Ich glaube, den habe ich noch gar nicht ausprobiert. Dann wird es aber höchste Zeit. Und boom! Haha! Penner! So, und dann werde ich jetzt gleich merken, dass ich wahrscheinlich komplett falsch bin und das alles für einen Arsch war, was ich hier mache. Könnte gut möglich sein. Wir sind hier nicht bei The Forest. Anzünden verboten. Ja, und wie komme ich jetzt da hoch? Ja, Schwachstelle erkannt. Habe ich schon gesprengt, Vogel. Fällt dir sehr früh auf. Ja. Und jetzt? Hallo? Was ist das denn für eine Scheiße? Da hat sich gerade... Oh, immer die Scheißkante hier. Da war doch gerade was. Wenn ich hier hochschieße,
Ja, sauber verzählt, vor allem verfehlt. Das funktioniert aber auch nicht ganz. Vielleicht das hier. Ich bring mich ja noch selber um, wenn ich so weitermache. Mann, wie geht's hier hoch? Ich merk schon, das wird heute nichts mehr. Schade, dass es keine Helis gibt. Bisher habe ich zumindest keine gefunden. Aber ich glaube, es gibt echt keine. Gut, dann versuche ich es nochmal mit der Karre. Na, nicht auf die Karre. Das mache ich, wenn sie oben steht. Verdammte Scheiße. Wenn ich überhaupt hochkomme damit. Ich glaube, die Neigung, die Steigung hier ist nicht für Autos vorgesehen. Aber irgendwie... Ja doch, es geht gerade noch so. So, jetzt direkt daneben parken. Hoch da. Und nochmal hoch oder auch nicht. Ach shit. Warum hängt denn hier auch keine Kamera? Sonst hast du überall Kameras, wo es keinen Schwanz interessiert und hier hast gar nichts. Pfui, sage ich da nur. Pfui. Und da kommst du nicht rein. Irgendwas ist hier faul, Freunde. Irgendwas stimmt hier nicht. Mal so drauf schießen. Na, eigentlich muss ich die doch nur zerstören. Warum kann ich die nicht einfach sprengen? Gibt's doch nicht. Gibt's noch irgendwelche anderen Anhaltspunkte hier? Das darf doch nicht wahr sein. Könnte man denn sonst noch machen, um da hochzukommen? Ein höheres Auto? Ah, das kann doch nicht die Lösung sein, das wäre ja mies. Wenn man auf bestimmte Autos angewiesen ist. Und hier, vielleicht geht die Tür auf. Alles kaputt, aber die Tür geht nicht auf. Naja, ich würde sagen, ich werde die Folge an dieser Stelle erstmal beenden, weil das bringt hier alles nichts. Wenn ich dann einen Weg nach oben gefunden habe, werde ich ihn euch gerne zeigen in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder und wenn ich dann dieses Teil runtergeholt habe, dann geht's weiter zur nächsten Zusatzmission. Bis dahin, bleibt dran, ciao Leute!